Das heißt, die Menschheit ist ihr Feind und sie interessieren sich auch nicht für die Menschen. Sie haben kein Mitgefühl für die Menschen und ihnen gehen die Menschen am Arsch vorbei. Es ist ihnen sowas von fotz egal, ob da mal geschwind 3 Milliarden sterben. Ihnen geht es um Profite, ihnen geht es um Macht und noch ein paar andere Dinge geht es ihnen. Und das passiert momentan auf der Welt. Und ich habe in einem Video mal gesagt, der Würgegriff der Schlange wird sich die Menschheit befreien können. Und genau das sind wir momentan in diesem Würgegriff. Ich vergleiche das immer gern mit dem Tauchen, kam ja neulich ein Bild. Als Kinder sind wir ja im Freibad oder im Baggersee geschwommen und dann haben wir ja immer mal so einen getunkt. Aus Spaß, oder? Anderen getunkt, so 2 Sekunden unter Wasser gedrückt und dann der dich wieder unter Wasser gedrückt. Und was momentan passiert ist, dass diese Elite, diese Repto-Elite, die Menschheit unter Wasser drückt. Und dann quasi durch die Lockdowns diese immer weiter drückt. Und dann kommt ab und zu wieder eine Lockerung. Das heißt, sie dürfen wieder an Luft aus dem Wasser raus, nach Luft schnappen und freuen sich wieder. Ah, ich kann wieder atmen. Und dann schwimmen sie eine Runde, dann kommen sie wieder und tunken sie wieder runter. Und diesmal noch länger. Dann lassen sie wieder an die Luft. Und so möchte ich das den Menschen vermitteln, was momentan passiert. Momentan passiert genau das. Die Menschheit wird unter Wasser gedrückt und ab und zu wieder nach Luft schnappen lassen. Und dieser Zustand wird so bleiben, leider. Und diese Tunkphasen werden immer mehr werden und immer länger andauern. Und dabei werden viele Menschen sterben durch diese Phasen in den nächsten 10 Jahren, schon in den nächsten 5 Jahren. Aber das sagte ich ja schon an anderer Stelle oft genug. Und diese Elite, diese Repto-Elite und Draco-Elite, die machen es immer gleich. Sie schaffen ein Problem, wo keines ist, und bieten dann ihre Lösungen an, die kein Mensch braucht. Und erreichen somit ihre Ziele eigentlich immer, weil die Menschheit durch Angst und Schrecken zu allem gebracht werden kann. Die Menschheit ist so in der Angst gefangen, dass man alles mit ihnen machen kann. Man muss nur Huch machen und dann rennen sie davon wie aufgescheuchte Hühner. Und mit Angst und Schrecken haben die Herrschenden schon immer regiert. Auch ob mit Köpfen, mit Erschießungen, mit Folterungen, Exempel statuieren, das Volk in Angst und Schrecken halten, war schon immer die Form der Regierungsmaßnahmen. Und das machen sie heute auch noch, nur nicht mehr so offensichtlich wie früher. Aber sie arbeiten ausschließlich über Angst und Schreckenverbreitung. Und somit können sie die ängstlichen, erbärmlichen Menschen ohne weiteres in die Richtung treiben, wo sie es gern haben.